Herzlich willkommen zu einer ganzen Videoreihe der Baum- und Rebschule-Schreiber. Wir gehen jetzt für euch in drei einzelnen Teilen darauf ein, wie man alte Obstbäume schneidet, die lange ungeschnitten wenig gepflegt wurden. Dabei zeigen wir euch ein Beispiel eines Baumes, der in den letzten Jahren sehr, sehr viele Äpfel reichlich getragen hat und schwach gewachsen ist, einen, der ideal gewachsen ist und einen dritten, der viel zu steil und zu stark gewachsen ist. Seid gespannt! Im ersten Video schneiden wir jetzt mit euch einen Baum, der sehr, sehr hängendes Wachstum hat, in den letzten Jahren wenig zugewachsen ist und sehr, sehr reiche Erträge gehabt hat. Bevor wir uns an den Schnitt machen, möchten wir euch wie immer ein paar Regeln für den Baumschnitt solcher Bäume mitgeben. Wir haben jetzt hier ein Exemplar, das in den letzten Jahren sehr, sehr schwach gewachsen ist. Man sieht, dass wir hier sehr viel hängendes Holz haben. Das liegt auch daran, dass der Baum im vergangenen Jahr eine wahre Rekordernte gehabt hat. Deswegen auch relativ kleine Äpfel. Wenn man sich jetzt an den Schnitt solcher Bäume macht, sollte man nicht 100 Kleinigkeiten herausschneiden, sondern eher versuchen, mit wenigen Schnitten gekonnt Licht in den Baum hineinzubringen. Also Regel Nummer 1, die wir euch mitgeben möchten, ist besser 20-30. So viele Schnitte wird man circa bei so einem Baum brauchen. Etwas größere Schnitte, als dass ich jetzt 100, 200 kleine Wunden mache und hier ins Schnipseln beginne. Der zweite wichtige Punkt beim Schnitt alter Bäume ist, dass man beachtet, wie viel die Bäume in den letzten Jahren eigentlich getragen haben. So wie hier ein Baum mit extrem reichlicher Ernte, eigentlich einem Überbehang, neigt oftmals jetzt dazu, dass sie in dem Folgejahr nur einen sehr geringen Ertrag haben, nur eine geringe Fruchtzahl, und dieses Phänomen nennt man Alternanz. Dazu haben wir auch schon mal ein eigenes Video für euch gedreht, verlinke ich euch jetzt an dieser Stelle oben in der Infokarte. Ein häufig gemachter Fehler, den wir dabei beobachten, ist, dass die Leute jetzt glauben, mein Baum hat heuer extrem viele Äpfel getragen, ich habe nur kleine Äpfel gehabt, geringe Qualität, haben vielleicht nicht so gut geschmeckt, waren nicht lange lagerfähig, und schneiden jetzt ihren Baum deswegen besonders stark, um Wachstum anzuregen und um die Qualität zu fördern. Genau da ist jetzt aber der Hund begraben. Durch das, dass der Baum ja in die Alternanz kommt und im Vorjahr einen Überbehang hatte, folgt im kommenden Jahr das Rastjahr. Bevor solche Rastjahre eintreten, sollte also nicht zu stark geschnitten werden. Warum? Es ist im Prinzip ganz simpel. Wenn man einen Baum jetzt stark schneidet, regt man damit auch wieder stärkeres Wachstum an. Und die beste Wuchsbremse sind immer noch Früchte. Das heißt, er war im Vorjahr nicht im Gleichgewicht, weil er zu viele Früchte getragen hat, hat im nächsten Jahr keine Früchte, man schneidet ihn extrem stark, regt Wachstum an, hat keine Wuchsbremse und bringt ihn damit auf die andere Seite des Gleichgewichts. Und Ziel eines jeden Baumschnitts sollte sein, die Bäume ja ins physiologische Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, dass Wachstum und Ertrag nicht konkurrieren und das eine oder das andere überhand nimmt, sondern dass man immer ein ausgeglichenes Wachstum kombiniert mit hohen Erträgen und Top-Fruchtqualität hat. Da sind wir jetzt auch gleich bei der dritten Regel für euch. Man darf sich nicht erwarten, dass man Dinge, die vielleicht 10, 15, 20 Jahre verabsäumt wurden oder falsch gemacht wurden, in einem Jahr korrigieren kann. Leider sehen wir es auch sehr oft, dass Bäume, die über einen sehr langen Zeitraum nicht gepflegt wurden, dann in einem Jahr wieder schön geschnitten werden. Das ist dann in der Regel ein deutlich zu starker Schnitt. Man regt dann auch wieder zu viel Wachstum an und bringt den Baum aus dem Gleichgewicht heraus. Als Faustregel merkt euch, circa so lange, wie der Baum fehlerhaft geschnitten wurde oder überhaupt nicht gepflegt wurde, braucht man auch, um diese Dinge wieder zu reparieren. Und Dinge, die in 10 Jahren verabsäumt wurden, kann man nicht in einem Jahr wieder aufholen. Auf eine alte Regel möchte ich jetzt mit euch auch noch eingehen. Und zwar, diese besagt, man soll nach einem Obstbaumschnitt einen Hut durch den Baum werfen können. Diese Regel basiert eigentlich auf einer sehr gut gemeinten Grundlage, und zwar, wenn man einen Hut durch einen Baum durchschmeißen kann, ohne dass er sich in den Ästen verfängt, dann hat man sicherlich Lichtfenster im Baum und einen gut belichteten Baum, und auf das kommt es ja an. Ganz egal, wie man einen Baum schneidet, es geht immer darum, den Faktor Licht bestmöglich auszunutzen. Wenn man jetzt aber solche Bäume so schneidet, dass man einen Hut durchschmeißen kann, werden sie
deutlich zu stark geschnitten und das Ganze hätte wiederum das Ziel verfehlt. Deswegen, wir werden hier jetzt, weil er zu wenig gewachsen ist in den letzten Jahren, sicherlich den ein oder anderen stärkeren Schnitteingriff haben. Wir achten aber dabei immer darauf, dass wir den Baum nicht aus dem Gleichgewicht bringen wollen, weil wir wollen ja die nächsten Jahre auch immer eine gute Ernte haben. Beginnen wir also jetzt wirklich mit dem Baumschnitt. Ich fange jetzt damit an, dass ich immer wieder einzelne Elemente komplett herausnehme. Dabei versuche ich immer gleich größere Astpartien, auf denen sehr viel hängendes Holz ist, auf einmal herauszunehmen, anstatt jetzt 7-mal hier kleine Schnitte zu machen, wie zum Beispiel so etwas. Stattdessen empfehle ich, solche Äste komplett herauszunehmen, mit einem Schnitt. Ganz einfach, um unnötige Wunden zu vermeiden. Nach diesem Prinzip arbeite ich mich jetzt erst einmal rund um den Baum. Nachdem wir jetzt im untersten Baumdrittel das ganze stark hängende Holz herausgeschnitten haben und dabei immer darauf geachtet haben, dass wir auf leicht steigendes Holz, dort wo es möglich ist, schneiden, geht es jetzt darum, dass wir das Innere der Krone etwas auslichten, damit wir auch dort wieder gute Qualitäten produzieren können. Und dabei stören uns jetzt vor allem Äste, die sehr steil gerade nach oben wachsen, in die Krone hineinwachsen oder innerhalb der Krone andere Äste überwachsen, weil genau diese beschatten dann das ganze darunterliegende Laub und die Früchte. Ein gutes Beispiel dafür wäre zum Beispiel dieser Ast und genau den nehme ich jetzt auch heraus. Ich schneide jetzt diesen Ast hier zuerst etwas höher ab. Um hier jetzt das Gewicht des Astes etwas zu reduzieren und säge ihn jetzt sauber heraus. Spätestens bei diesem Ast hier sollte man jetzt gut erkennen, wie viel Licht man eigentlich mit wenigen Schnitten in so einen Baum hineinbringen kann, weil das alles war ein Schnitt, ist eigentlich schnell gegangen und wenn man jetzt in den Baum schaut, dieser Ast fehlt niemanden. Wir haben immer noch genügend Holz, genügend Blütenknospen drinnen, aber einfach eine ganz andere Belichtung. Was ebenfalls bei solchen Bäumen entfernt gehört, sind Äste wie diese hier. Dieser ist hier schon brüchig, ganz einfach, weil er in den letzten Jahren zu viele Äpfel getragen hat. Der ist einfach an der Last der Früchte zusammengebrochen. Auch solche Äste gehören herausgearbeitet. Wenn man jetzt diese Äste alle aus dem Baum herausgenommen hat, könnte man es dabei auch schon wieder belassen. Wir haben jetzt eh schon einen mittelstarken Schnitteingriff hier gehabt. Wir wollen auch nicht zu viel Wachstum anregen. Einen Ast haben wir aber noch, den man noch herausnehmen könnte. Und zwar wäre das der hier. Ganz einfach, weil wir da drei Äste haben, die circa in dieselbe Richtung wachsen. Auch hier könnten wir uns jetzt dafür entscheiden, dass wir den schwächsten komplett herausnehmen. Auch das machen wir noch und dann sind wir im unteren Kronenbereich einmal fertig. Bei solchen Ästen wie diesem hier gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, sie zu entfernen. Die erste ist, einen langen Stummel zu lassen. Da würde ich empfehlen, mindestens Scherenlänge, wie wir immer sagen, ca. 30 cm wären gut. Bei dem vielleicht sogar aus dem Holz hier an der Basis, aus Adventivknospen, neue Triebe heranwachsen können. Oder man entfernt ihn komplett. In diesem Fall haben wir ja schon zwei schöne Leitäste hier, brauchen keine neuen Triebe hier an der Basis und entscheiden uns dafür, ihn sauber auf Astring herauszunehmen. Auch ein Tipp dabei ist es,
den Ast, den man sägt, immer leicht mit der anderen Hand von der Klinge wegzudrücken, dann sägt sich's gleich viel, viel einfacher. Weg ist er. Nachdem wir unten den Baum nun fertig haben, machen wir jetzt auch noch einige wenige Schnitte oben in der Baumkrone. Ein Wuchsgesetz dabei, was man an diesem Baum auch sehr schön sehen kann, ist, dass ein Baum im Wipfelbereich immer stärker wächst als unten im untersten Baumdrittel. Das zeigt sich hier besonders daran, dass wir eben vor allem im untersten Baumdrittel diesen Überbehang hatten, das stark hängende Holz, und im obersten Baumdrittel eigentlich sogar relativ schönes, flaches oder leicht steigendes Holz haben, und auf genau das wollen wir jetzt schneiden. Deswegen nehme ich auch jetzt wieder nur hier das stark hängende Holz heraus, probiere es auf leicht steigendes Holz abzuleiten. Und dabei probiere ich auch wieder, möglichst wenig Schnitte zu brauchen. Genau das gleiche mache ich hier. Und bei diesen beiden Schnitten belasse ich es auch schon wieder auf dieser Baumseite. Auf der anderen Seite des Baumes mache ich jetzt genau das gleiche im Wipfelbereich. Ich nehme nur noch ein, zwei stark hängende Elemente heraus. Habe jetzt auch hier wieder das stark abgetragene Holz außen herausgenommen, das einfach aufgrund des Überbehangs sich nach unten geneigt hat. Und auch damit belasse ich es auch schon wieder im Wipfelbereich. Jetzt haben wir sowohl im unteren Baumdrittel als auch oben schon recht starke Schnitteingriffe gemacht. Ich möchte eigentlich keine starken Elemente mehr aus dem Baum herausnehmen. Zwei Schnitte sind mir jetzt aber doch noch aufgefallen, wie ich den Baum aus der Ferne noch einmal betrachtet habe. Und das waren jetzt so typische Äste, die im Inneren des Baumes sehr viel Schatten machen. Weil es ganz einfach Äste sind, die in den Baum hineinwachsen, so wie dieser hier. Deswegen entferne ich auch noch diesen, und ein zweiter ist mir auch noch aufgefallen. Das war dieser. Natürlich würde es auf diesem Baum jetzt noch 30, 40 andere Äste geben, die man herausnehmen könnte. Natürlich haben wir jetzt auch noch nicht das komplette hängende Holz entfernt. Diese Äste kommen dann im nächsten Jahr dran, aber auch dort werden wir noch nicht alle Äste entfernen können, weil das ganz einfach zu starker Schnitteingriff wäre. Wir wollen ja den Baum ins Gleichgewicht bringen. Obwohl die Krone immer noch relativ dicht ist, liegt der halbe Baum am Boden. Und spätestens da sollte euch irgendwo mal Schluss sein. Wirklich noch einmal an dieser Stelle mein Appell zum gemäßigten Schnitt. Was auf 10 Jahre passiert ist, kann nicht in einem Jahr ausgeglichen werden. Die Bäume hinter mir sind circa 15 Jahre alt und wurden nur im ersten und zweiten Jahr geschnitten, anschließend nicht mehr gepflegt. Zum Schluss dieses Videos möchte ich auch noch sagen, ganz egal, ob der Baum jetzt 10, 15, 30 oder 50 Jahre nicht gepflegt worden ist, die Prinzipien, die wir in diesem Video erklärt haben, gelten für alle Bäume, egal welches Alter, egal welche Größe. Zu schön gewachsenen, regelmäßig fruchtenden Bäumen und zu stark gewachsenen Halbstämmen kommen ja auch noch zwei weitere Videos. Deswegen abonniert unbedingt unseren Kanal, gebt uns ein Like für die Videos, wenn sie euch gefallen. Wenn es noch Fragen gibt, schreibt uns einen Kommentar. Wir wünschen euch schon viel Spaß mit dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus der Wein- und Marillenstadt Polsdorf. Ciao.